Oh, Sie sind schon da. Willkommen. Mein Name ist Quest. Dr. Quest. Spezialist für sämtliche Belange im Bereich ABC-Abwehr. Ich wurde beauftragt, Ihnen diesbezüglich ein paar wichtige Dinge beizubringen. Sie befinden sich im Hochsicherheitstrakt einer Anlage, deren Standort ich Ihnen leider nicht verraten darf. Hier gehen sämtliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich Atom-, Chemie- und Biowaffenabwehr über die Bühne. Streng geheim, versteht sich. Die ABC-Gefahr im militärischen und zivilen Sektor ist im Zeitalter des Terrorismus aktueller denn je. Sie tun gut daran, Ihre Ausbildung sehr ernst zu nehmen. Als Angehörige einer Truppe, die von uns ausgerüstet wird, verfügen Sie über weltweit führendes Hightech-Material. Wir haben auch sorgfältig daran gearbeitet. Oho! Guten Morgen, Catherine. Wow. So, ich werde Sie im Folgenden durch die wichtigsten Punkte des persönlichen ABC-Schutzes führen. Dazu habe ich sowohl für Soldaten wie auch das auszubildende Kader interessante Module vorbereitet. Machen Sie stets von Ihren interaktiven Möglichkeiten Gebrauch, um das anzuschauen, was Sie gerne sehen möchten. Wie wir das machen, erkläre ich Ihnen in meinem Büro. So. Sie sehen hier unser gemeinsames Ausbildungsprogramm. Ich würde Ihnen empfehlen, mit dem Bereitschaftsgrad 0 anzufangen. Wenn Sie Kader sind und nur die Zusatzinfos anschauen möchten, wechseln Sie hier ins Kaderprogramm. Die Specials enthalten interessante Hintergrundinfos zu ABC-Kampfmitteln bzw. Schadstoffen und Gegenmaßnahmen. Ihre Schutzmaske schützt gegen chemische und biologische Kampfstoffe und gegen radioaktiven Ausfall. Sie enthält bezüglich Komfort einige nette Features. Zu erwähnen sind die großen Augengläser, die ihr Sichtfeld weit halten. Weiter ist die Sprechmembran zur Kommunikation mit Kameraden äußerst praktisch. Und schließlich erlaubt Ihnen der Trinkschlauch eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung während längerer Tragzeit. Lassen Sie uns einen Blick auf die Schutzmaskentasche werfen, in welche die Schutzmaske verstaut wird. Neben Ihrer Schutzmaske enthält die Schutzmaskentasche weiteres wichtiges Material, insbesondere Entgiftungsmittel. Es ist wichtig, dass Sie Kampfstoffe und Entgiftungsmaßnahmen kennen. Wenn Sie darüber etwas erfahren möchten, drücken Sie jetzt den Button C-Lexikon oder sehen Sie sich das Kapitel in den Specials auf dieser DVD später an. Die Ausrüstung ist nun bereit, um beim Auftreten von C-Kampfstoffen bei richtiger Anwendung Ihre Überlebenschance zu erhöhen. Seien Sie sich aber stets bewusst, im Ernstfall sind die Bedingungen extrem erschwert. Trotzdem gilt, die Bereitschaftsgrade müssen parallel zu Ihrem eigentlichen Auftrag erstellt werden, nicht anstelle von. So, jetzt sehen Sie genau hin. Ich zeige Ihnen nun, wie das Erstellen von Bereitschaftsgrad 2 mit etwas Stress und einem Auftrag im Nacken ablaufen könnte. Ich habe ganz in der Nähe ein Hightech-Trainingscamp mit einigen netten Features eingerichtet, wo ich zurzeit eine Übungstruppe unter härtesten Bedingungen trainiere. In einem ersten kleinen Szenario lasse ich den Zug Meier einer Häusergruppe sichern und bewachen. Damit es etwas spannender wird, habe ich den einen oder anderen Bösewicht in die Häuser gesetzt.
jetzt. Öffnung 2 jetzt! 4, 5, 2, 1!